anschauen. Kommen wir noch vielleicht zur Infrastruktur. Sie haben es vorgesagt, ich habe die Zwischentöne schon gehört. Das war ganz angenehm, dass man die Halle für sich hatte, dass man trainieren konnte, wann man wollte und eben auch das wollte. Das ist ja ein Thema, das immer wieder mal aufgekommen ist in den Jahren. Wie schaut es aus mit der Infrastruktur? Wie klappt das auch mit dieser Halle, mit der Zusammenarbeit mit der Stadt Dornbirn? Jetzt hat man von Seiten der Stadt einiges zumindest gemacht. Es gibt Tribünenumbau, bei der Kraftkammer hat sich was getan. Zumindest wurde das jetzt einmal in Angriff genommen. Infrastruktur in dieser Saison besser, zufrieden oder ein bisschen Angst, wenn jetzt wieder vor Corona die Nutzung ist, dass es zu kurz kommt? Zwei Dinge. Erstens, du hast gesagt, musst auf die Uhr schauen, weil wenn wir das Thema anfangen, so viel Zeit hast du heute, glaube ich, nicht. Okay, dann bitte möglichst kompakt. Ja, das Zweite ist immer, beiß in die Hand, an der du, säge den Arschstab, an dem du hängst. Was soll jetzt ich großartig über die Stadt Dornbirn und die Unterstützung sagen? Ich habe von einem guten Satz von Herrn Jenny gehört, man kann ihnen zumindest nicht abstreiten, dass sie es versuchen, sage ich jetzt mal so. Okay. Ja, da gibt es viele Dinge, die wir jetzt diskutieren könnten. Warum hat man die Tribüne nicht letztes Jahr, wo sie versprochen war, angefangen zu bauen, dann wäre sie jetzt schon fertig. Und wir könnten viele Dinge diskutieren. Wenn wir das vielleicht mal im Rahmen einer eigenen Geschichte machen. Ja, da könnten wir gerne mal was Eigenes machen. Was würde es in Vorarlberg wirklich brauchen, um Spitzensport an die Spitze zu bringen? Denn da hat sich die letzten Jahre sehr viel geändert, aber nicht zugunsten des Spitzensports. Das muss man auch mal sagen. Das heißt nicht, dass ich nicht sehr dankbar bin für die Unterstützung, die wir von Land und überall bekommen. Aber oft muss es nicht mal Geld sein. Oft würden es Commitments, oft würden es Netzwerk, oft würden es solche Dinge sehr vereinfachen. Ich habe dem Herrn Jenny vorhin sehr genau zugehört und ich werde ihn auch kontaktieren, denn für uns ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, junge Talente in eine Lehre zu bringen und trotzdem ihren Traum vom Profisportler weiterleben zu können. Es ist in Vorarlberg unmöglich, sie ins Bundesheer, in den Sport zu bekommen, weil wir halt einfach nicht da sind, wo diese Plätze vergeben werden. Und da gibt es sehr, sehr viel, was man ohne noch mehr Millionen für den Sport ausgeben zu müssen, machen könnte. Aber leider Gottes diskutiert man oft in die falschen Richtungen in diesen Dingen. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, das Thema werden wir aufnehmen. Hab's schon notiert, da werden wir sicher was dazu machen können. Vielleicht auch mit anderen Vereinen gemeinsam, dass wir da mal eine Runde bilden. Ich glaube, da gibt es einiges zu diskutieren. Kommen wir jetzt noch.